Jojo, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Weiter geht es im Karmesinturm. Im letzten Part haben wir einmal den zweiten blauen Farbstern, klein vom Morrensee gefunden und einmal die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1 gemacht. Mario, hinter dem Tor scheint es jede Menge Farbe zu geben. Ich kann sie förmlich riechen. Ein starkes Aroma von Rot, viel stärker als das des kleinen roten Farbsterns, der von hierher geführt hat. Irgendwo in den Turm hinter diesem Tor muss ein großer Farbstern stecken. Nanu, bist du Mario? Ich bin extra aus Port Prisma hierher gekommen, warte mal, warum bin ich eigentlich hier? Ach ja, ich wollte mir die Brücke zum Kamensin-Turm ansehen. Sie soll ein Wunder des modernen Brückenbaus sein, das jeder anständige Brückenbauer einmal im Leben gesehen haben sollte. Aber gerade als ich das Tor öffnen wollte, hat sich so ein Typ mit Strohhalm von hinten an mich angeschlichen. Aber dann kamst zum Glück du des Weges und hast mich gerettet. Vielen Dank dafür. Wenn du den ganzen Weg von Port Prisma hergekommen bist, nur um eine Brücke zu sehen, dann musst du selbst Brückenbauer sein. Da hast du genau ins Schwarze getroffen. Seit ich denken kann, baue ich, repariere ich Brücken. Jeder Couleur. Port Prisma wurde angegriffen und dabei wurde ausgerechnet die Brücke im blauen Viertel zerstört. Dadurch ist der innerstädtische Fußverkehr quasi komplett lahmgelegt. Was? Das ist der Brückenbau, Super-GAU. Die Brücke werde ich mir vornehmen. Die wird so schön wie nie zuvor. Einer, der seinen Job ernst nimmt. Mario, sieh nur das Tor. Klemmt mein Deckel oder sind das tatsächlich totförmige Schlüssellöcher? Das legt an die Annahme nahe, dass man das Tor aufschließen könnte, wenn man nur diese drei Schlüssel hätte. Ich glaube, der eine. Ich glaube, der eine ist dort im Moränensee. Dieser Justitatod, wie er sich ja so schön nennt. Ach. Thank you.
Wann immer ihr euch in Not befindet, seid meine Hilfe gewiss. Jeglicher Unrecht ist mein rotes Tuch immer und überall. Sieht ganz so aus, als würde das Horn auf den Kopf in eines der Schlüssellöcher am Tor des Karmesinturms passen. Karmesinturm, sagst du? Dorthin kann man zwar auch laufen, doch wäre das eines Helden nicht würdig. Justita Tod fliegt lieber. Was? Der Super Saiyan Move. Gut, dann zurück zur Weltkarte, denke ich. Und ist er jetzt da nun? Kamen sie ein Tor. Tatsächlich, er ist da. Gut. Tor, öffne dich im Namen der Gerechtigkeit. Nichts passiert. Sieht ganz so aus, als wären hier mindestens drei von uns aus erwähnten Todes vonnöten. Aber gut. Dann gehe ich mal zurück zu nach Port Prisma. Da müsste ja dieser Brückenbauer tot sein. Mario, erinnerst du dich noch an den Brückenexperten, den wir getroffen haben? Ob der die Brücke im Blauen Viertel mittlerweile repariert hat? Ja, das wollte ich gerade nachsehen, Fabian. Oh, hatte tatsächlich schon. Sieh nur, ich habe die Brücke repariert. So gut wie neu. Du hast sie natürlich nicht gesehen, als sie neu war. Also musst du mir da vertrauen. Aber nur zu. Überquer sie ruhig. Ich liebe es, wenn meine Kunst einen praktischen Nutzen hat. Und am Ende bricht jetzt die Brücke ein. Oh ja, das war ganz sicher eine Brücke. Da drüben sind wir losgegangen und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Davon abgesehen kenne ich mich in diesen Sachen nicht so gut aus. Ich meine, ich habe noch nicht einmal Füße, weißt du? Warte mal, ich rieche Farbe und keine gewöhnliche Farbe. Das muss Farbe von einem Farbstern sein, und zwar einem blauen, wenn ich mich nicht täusche. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man ihn so einfach erreichen. Wie sollen wir auf diesen Dach gelangen? Das probieren wir jetzt aus, Fabian. Das ist ein echter Brückenkenner, das weiß ich. Ich bin ein echter Brückenkenner. Oh, vielen Dank, Mario. Lass mich dir ein erfrischendes Getränk anbieten. Geht selbstverständlich aufs Haus. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Jetzt willst du bestimmt. Einen Strohhalm. Tut mir leid, ich muss immer wieder an den furchtbaren Gast denken, der meine ganze Farbe mit einem Strohhalm abgesaugt hat. Von jetzt an kriegt hier niemand mehr einen Strohhalm. Trink doch einfach aus dem Glas, Leute. Mache ich da etwas vor? Ich kann nicht mehr bla bla bla. Vielleicht sollte ich einfach einmal Urlaub machen. Das Kaffeegeschäft ist kein leichtes. Ich brauche dringend einen Tapetenwechsel.
Ich weiß einfach nicht, ob ich jemals wieder jemanden mit einem Strohhalm trauen kann. Vielleicht sollte ich einfach einmal Uno machen. Also ich könnte meinetwegen dein Geschäft übernehmen, Junge. Nix dagegen. Oha. Was ist passiert? Bin ich eingeschlafen? Ich erinnere mich nur noch, dass der Tote mir gegenüber einen Zeitungsartikel vorgelesen hat. Da wird man schon beim Zuhören müde. Oh, teils. Ja, schon. Aber glaub mir, das hat nichts damit zu tun. Da bin ich ja erleichtert. Sie haben nicht die Tinte aus meiner Zeitung abgesaugt. Liest du auch gern die Regenbogenpresse, Port Prisma Lokalzeitung? Es gibt keine bessere Quelle für die aktuellsten Nachrichten. Wenn du erfahren möchtest, was auf der Insel vor sich geht oder wo gerade die interessanten Dinge passieren, frag mich einfach. Mario, möchtest du die neuesten Nachrichten hören, direkt aus der Zeitung mit 10 Münzen? Ja, mach mal. Mal sehen, die heutige Schlagzeile lautet: Verdächtige Dings im Hafenviertel gefunden. Wie merkwürdig, was soll das überhaupt sein, ein Dings? Mir wären aussagekräftigere Schlagzeilen ja lieber. Oh, ich bin ja froh, dass die Brücke repariert wurde. Ich mag gar nicht daran denken, wie viel Post sich in mein Postamt eingesammelt hat. Obwohl da die Brücke kaputt war, eventuell überhaupt keine. Egal, komm lieber mit und sieh dich selbst einmal um, Mario. Ich kann völlig ohne jede Übertreibung sagen, dass Post die allerwichtigste Sache der Welt ist. Ach, das Postamt hat bei dem Angriff wohl etwas Schaden genommen. Siehst du, das Schild hängt schief. Oh ja, tatsächlich. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Du hast Post. Hey Mario, ich bin's, der Actionfilm-Experte. Ich habe gerade gelernt, wie man die Feuerblumen-Aktionsbefehle verwendet. Warum kommst du nicht vorbei und übst sie mit mir? Ich warte in meiner Kampfkammer im Game Viertel, im Port Prisma, mit Maximalschwung. Und hier ist noch ein neuer Brief für dich. Wie aufregend. Hallo Mario, ich bin's, der Besitzer des Cafés am Papyroni-Pfad, der dir kein Kaffee geben wollte, weil der so blöd ist. Ich hab sehr viel Freizeit, denn wie immer verirrt sich kein einziger Gast hierher. Komm doch mal vorbei, wenn du magst, in Ordnung? Und hier ist noch ein neuer Brief für dich. Wie aufregend. Du scheinst sehr viele Fans zu haben. So viel Fanpost würde ich gerne bekommen. Ja, alles meine Abonnenten. Hallo, großer Bruder. Ich bin's, Luigi. Du weißt schon, dein Bruder Luigi, der mit der grünen Mütze. Warst du schon mal bei der Quetsche? Die wurde gerade im Hafen von Port Prisma eröffnet. Etwas abgelegen, aber sehr nützlich. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit noch einmal lesen. Öffne einfach das Menü, berühre Items und dann das Postsymbol. Entschuldigung, Postmeister Tod, doch uns ist aufgefallen, dass dein Schild schief hängt. Ein schief hängendes Schild? Das ist kein gutes Aushängeschild. Die Leute werden doch denken, ich mache hier krumme Geschäfte. Ja. Ich werde mich sofort per Expresspost darum kümmern. So, und jetzt ausräumen. Oh, das ging aber schnell. Schnell repariert. Wie sieht es jetzt aus? Besser? Die Post lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten.
weder Regen noch Hagel, noch Drakdons oder schiefhängende Schilder. Na gut, durch Drakdons vielleicht doch. Was ich meinte, war, dass jetzt alles wieder im rechten Lot ist. Wie sie sich freuen, wenn jemand über die Brücke geht, Alter. Oh ja, Kampfkarte angekommen. Ah, Mario, willkommen. Heute kann ich dir eine großartige Kampfkarte anbieten. Sie werden dir gefallen. Komm rein. Oh. Aber musst du dafür auch nicht reinkommen? Willkommen im Kampfkartenladen. Was darf es denn sein? Kaufen natürlich. Kaufen. Geld unter die Leute bringen. Sonst gibt es hier nichts, Mario. Komm bitte mit Münzen wieder. Ja, ich würde sagen, reicht eigentlich. Sonst noch einen Wunsch? Nichts. Wir hören uns bald wieder. Oh. Da drüben ist ein kleiner Farbstern, oder? So schade, dass man dort von hier aus nicht hinkommt. Glaub mir, ich habe es versucht. Ja, bestimmt kommt man irgendwie da rüber, doch. Das bin ich erzählt, dass man da überhaupt nicht rüberkommt. Ja, ich glaube, ich weiß schon wie. Doch nicht. Ah, natürlich. Was zum Ausschneiden? Unglaublich, wir sind auf dem Dach. Scheiße. Ja, da wunderst du dich, wie ich jetzt hergekommen bin, nicht wahr? Oh, meine Farbe ist wieder da. Jetzt muss ich aber sofort los, zurück zu unserem alten Treffpunkt. Hallo du da, der kräftige aussehende Kerl mit dem Hammer. Du scheinst mir schon den ein oder anderen Kampf überstanden zu haben. Also besitzt du vielleicht auch die ein oder andere Kampfkarte. Verzeih mir die dreiste Frage, doch könnte ich mir die einmal ansehen? Ja. Du hast all deine Karten abgegeben. Bekomme ich die auch wieder? Oh ja, ausgezeichnet. Das ist die hervorragendste Kollektion an Kampfkarten, die ich jemals in meinen Händen hatte. Also, wäre es möglich, die Karten jetzt zurückzubekommen? Wir können jederzeit angegriffen werden. Ja, jetzt zum Beispiel. Und wie soll ich jetzt ohne Kampfkarten kämpfen?
Du machst wohl Witze. Wir haben überhaupt keine Kampfkarten, mit denen wir uns zu Wehr setzen können. Was machen wir denn jetzt, Mario? Warte mal eine Sekunde. Ich hätte es fast vergessen. Es gibt etwas, das wir tun können. Das Kartenrad. Kartenrad? Ja, zeige ich euch mal. Mit dem Kartenrad kommst du am besten an eine neue Karte, wenn du einmal in die Klemme steckst. Du kannst es einmal pro Kampfrunde einsetzen, aber es kostet dich jedes Mal einige Münzen. Berühre diese Schaltfläche, um es auszuprobieren. Weißt du was? Ich helfe dir mit 10 Münzen aus, aber nächstes Mal zahlst du den vollen Preis. Bist ja reich von YouTube Money. Keine Karten, okay. Also einmal Kartenrad drücken. Zeige euch nur dieses eine Mal. Wenn du etwas Bestimmtes abgesehen hast, kannst du mehr Münzen zahlen, um die Karten umzudrehen oder zu verlangsamen. Das Kartenrad kannst du einmal pro Kampfrunde verwenden, also probiere es doch gleich einmal aus. Du hast schließlich nichts zu verlieren. Okay. Zum Anhalten berühren. Oh, eine Feuerblume. Na, der Rest ist wie immer. Na, schön zu Asche verwandelt. Den Shy Guy. Du beherrschst nun das Kartenrad. Ach ja, hier hast du deine Karten zurück. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, sie näher zu betrachten. Du hast all deine Karten zurück. Ich verabschiede mich jetzt. Danke, dass du einen Blick auf deine wundervolle Kampfkartensammlung werfen durfte. Ja, was für ein seltsamer Tod. Na egal, ist schließlich alles gut ausgegangen. Etwas über das Kartenrad zu erfahren und einen Farbstern zu bekommen, zählt für mich als Erfolg. Jo. Am Hafen soll ja irgendwie ein Ding sein. Das schaue ich mir noch an. Ach nee. Oh, hallo, wie schön, einen neuen Kunden zu treffen. Sag mal, magst du Dingse? Na klar, magst du die. Tun wie alle, tja. Da bist du hier am richtigen Platz. Hier findest du einige deiner Lieblingsdingse und kannst sie ordentlich ausquetschen. Deshalb nennt man mein bescheidenes Unternehmen auch die Quetsche. Und los geht's. Ein Pömpel? Da du zum ersten Mal hier bist, geht dein erstes Dings aufs Haus. Oh, danke, wie vorzüglich. Nein, mach dir um mich keine Sorgen. Das treibt mich nicht in den Ruin. Denn weißt du, wenn man einmal ein Dings hatte, will man alle anderen auch. So verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Doch genug Vorrede. Das Quetschen kann beginnen.
Pümpelkarte erhalten. Neu. Eines jenen Klempners Lieblingswerkzeug, das auch der größten Verstopfung den Gar ausmacht. Mann, oh Mann, wie du das ausgequetscht hast. Also, mach dich nur nicht zu rar. Komm zurück, wann immer du nach einem Dings zumute bist. Ja. Dann zurück zur Weltkarte. Dann mal schauen, wo ich im nächsten Part weitermache. Entweder Indigo-Grotte oder woanders. Ja. Dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gerne ein Like da lassen, Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dann und tschüss.